ist das kacke. Für so eine riesige Wand gebaut, Alter. Das ist doch hässlich. Hässlich. Hässlicher. Genau. Genau, so schaut's aus. Und ich habe mir gerade hoffenweise Halbstiefeln umsonst gecraftet, weil es einfach hässlich aussieht. Ja, so normal. Dann habe ich zwar die Lichtbugs hier im Haus, aber dann ist es immerhin nicht so eng, dass es mir die Decke gleich auf den Kopf fällt. Und nun brauche ich mein normales Holz. Wo ist mein normales Holz? Da ist mein normales Holz. Ich möchte das schon gesteckt haben. Wo versteckst du dich denn? Ha! Was? Lach mich schlapp. Ich überlege gerade, wie ich das hier gemacht habe. Ich will da lieber Sandstein haben, aber das sieht irgendwie kacke aus. Kacke. Genau. Ach, es geht sogar noch. Ich glaube, das geht noch. Ja, das geht noch. Es und geht? Wenn ich. Es geht, ja. Was geht? Der Pinguin! Ah, 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 ah. So. Lustig. Ja, sehr lustig. Ich lache mich tot. Hahaha. Zum Glück klingt das gar nicht sarkastisch. Alter, das Schwarzeichenholz ist ja richtig dunkel. Captain Obvious! Lektion des Tages. Schwarzeichenholz ist dunkel. Schwarzeichenholz ist schwarz! Wer hätte das gedacht? Schwarz wie die Nacht! So schwarz wie meine Seele! Ach, dein ist schwarz? Nein, dunkelgrün. Ja. Dann haben wir dieselbe Farbe, also unsere Seelen. Ja, wir sind Seelenverwandte. Ei, yeah. Seelenverwandte. Ich habe jetzt das Bedürfnis, auch von der Wüste einfach in das Akazie-Biom nebenan zu ziehen. Aber leider kann ich nicht einfach mein Haus nehmen und es verschieben, sondern ich muss es abbauen. Du musst daran glauben. Glaub daran. Oh, geht nicht. Scheiße. Du sollst nicht kacken, du sollst glauben. Das ist Glauben bei mir. Oh. Ich sitze auch immer auf dem Klo und glaube. Du glaubst, dass es bald rausrutscht. Und wenn die in der Kirche sagen, glaube an Gott, dann... Oh. Ja, dann ist die Hose voll. Voll kake. Voll kake, ja. So. Tolle Ordnung, die ich habe. Ich finde mich immer zurecht. Bei mir genauso. Bald wird alles anders. Was ist denn dann? Hm? Und dann mache ich ein größeres Lager, denke ich mal. Ja, so sieht's aus. Vermute ich zu wagen, denke ich. Ach, keine Ahnung. Denk nicht so viel. Das ist ungesund. Sieht man ja an dir. Ja. Ist ja allgemein bekannt, du bist ein großer Denker. Hm? Ein sehr großer Denker. ...1,65, sehr großer Denker. So groß und auch wieder nicht. Du bist gerade so ein laufender Meter, ne? Ja, genau. Oh, was ist jetzt los? Oi. Oh. Ja. Das ruckelt gerade ein bisschen, ich weiß nicht warum. Oh, ist doch schon ein bisschen hoch, so
3 bis 4, vielleicht 5. Ah, jetzt geht's. Ne, es geht nicht, aber ist egal. Was schätzt du, wie hoch das hier ist? 3, 4 oder 5? 7. Antwort auf alle Fragen 7. Mindestens 42. Echt? Scheiße. Aber es ist ja fast 7, also geht's. You failed. Es geht, fast 7. Deine Freundin ist fast 7. Wenn ich eine hätte, dann bestimmt. Forever alone. Ach ja, wer kennt das nicht? Ach ja, hast du deinen Valentinstag auch mit deiner Liebsten verbracht? Dem Computer. Wenn ich eine hätte, dann bestimmt, ja. Mit meinem Computer habe ich das gemacht. Und so, nur mit meinem Computer, den ganzen Tag. Obwohl Schule war. Allein. Jetzt allein mit meinem Computer, ja, so sieht's aus. Jeden Tag. Ja, Valentinstag war auch so voll Stimmung bei uns. Nicht. Vor der Tür noch, ne? Die ganzen Weiber standen Schlange. Ja, am Ende alle, klar. Immer. Ich bin ja der Player. Player Boy. Immer. Ach ja. Das sind doch hier eher suboptimal. Ich habe eine schöne hässliche Treppe gebaut. Oh, ist die schön hässlich? Ja. Sehr schön hässlich ist sie sogar. Und unnötig ist sie auch noch, aber... Ach cool. Super. So eine Treppen wollte ich auch immer. Ich wollte immer schöne, schön hässliche, unnötige Treppen haben. Ich baue die voll gerne. Soll ich vorbeikommen und eine bauen? Ja, das war, seit ich 6 bin, habe ich mir das zu Weihnachten gewünscht. Ja. Und ich bin jetzt 7. Ach auch. Heftig. Sind wir genau gleich halt. Ja, hallo, ich mache Minecraft Let's Plays. Let's Plays. Let's Plays. Hallo? Wie geht es? Wem redest du da? Nein, Mama, geh weg. Ich mach Let's Plays auf YouTube. Das Internet ist doch gar nicht erfunden. Ach ja. Ach ja, damals, so, ne? So sieht das bei mir auch immer aus. Also nicht. Ist ein wenig laut, die Musik. Hör auf. Deine Musik oder meine Musik? Ja, ich höre deine, weißt du? Ja, kann auch sein. Nein, kann es nicht. Wenn du dran glaubst, dann schon. Oh, zu fest geglaubt. Es tut mir leid, mein Lehrer. Mein Meister. Du unterrichtest das ja auch, ne? Das Glauben. Ja, ich bin Pastor. An der Glaubenskirche. Genau. Ich zeige, wie man richtig glaubt. Ihr könnt da auch mitmachen. Ihr müsst nur eure eigenen Kloschüssel mitbringen. Genau. Meine könnt ihr nämlich nicht benutzen. Das ist die heilige Kloschüssel. Genau. Das feinste Meißner Porzellan. Ich weiß gar nicht, hatte ich überhaupt das eingerichtet schon? Oder wollte ich das einrichten, den Dachboden hier? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Erzähl mir ein bisschen was von deinem Dachboden. Ist das schön? So, da ist jetzt wieder betretbar. Man hat ein Dach. Cool. Ist beleuchtet und hat viele Gläser. Heftig. Ja. Mit dem Raum weiß ich auch noch nicht richtig, was ich machen soll. Ich schon. Disco! Disco! Mach doch eine Disco da rein. Warum denn nicht? Weil es in Minecraft keine Disco-Kugel gibt. Oh, schade. Pam, Traum zerstört. Ja.
Das macht mich ganz doll traurig jetzt. Fang euch an zu weinen, weißt du? Oh ja, wird geil. Aha. Gönne mich auch von dem Schmerz anderer. Du bist widerlich. Nein, ich bin fürlich. Aha. Sie hätten so tolle Witze gerissen. Fürwahr. Ja, so, das sieht alles sehr schön aus hier, aber irgendwie auch nicht. Voll karge? Ja, so ein bisschen. Aber so dieses Rot, dieser rote Sand so im normalen Sinn, das sieht eigentlich ganz cool aus. Aber das Haus sieht echt scheiße aus, besonders mit dieser hässlichen Treppe. Warum baue ich so hässliche Häuser? Eigentlich baue schön hässliche Treppe, die unnötig ist, bitte. Ja, genau. So sieht's aus. Ich habe ein verzaubertes Buch mit Behutsamkeit 1, Stärke 4 und Schutz 3. Heftig. Ein Buch. Ein Buch. Heftig. Sowas gibt es. Ja, das macht, ergibt aber überhaupt keinen Sinn. Weil Stärke für den Bogen ist, Schutz für eine Rüstung, Behutsamkeit für eine Spitzhacke. Ja. Mach's einfach auf eine, auf eine Axt, da geht alles drauf. Ja. Ja, aber ich werde das wahrscheinlich für die Behutsamkeit. Warum liege ich eigentlich im Bett? Oh Mann. Ja, ich werde das für die Behutsamkeit nehmen. Ja. Behutsamkeit ist beste Verzauberung. Ja. Auf die Spitzhacke kann dann nämlich so viel drauf. Glück oder Behutsamkeit oder Effizienz. Warum ist das denn nicht vollständig? Hm? Sag es mir. Ich hab keine Ahnung. Frag mich doch nicht immer sowas. Wer macht denn sowas? Ai, muchas gracias, ah. Ah, ich werde angegriffen und ich habe kein Essen mehr. Scheiße, ich werde gleich sterben. Ich werde nicht. Ah! Oh, ich verrecke gerade. Nein. Goodness! Wärst du traurig, wenn ich sterbe? Ja, eigentlich schon. Ja, passt. Ja, eigentlich ja schon, aber nein. Nein. Also, wenn du mich so fragst, nee. Nee, eigentlich würde ich mich sogar noch freuen, aber hast du nicht von mir. Ich nehme nicht das teure Birkenholz, sondern das wertlose Schwarzeichenholz. Um ein Bettchen zu machen. Ah. Hässlicher Zombie greift mich an. Geh weg, hässlicher Zombie. Wenn du mich beißt, werde ich auch zu einem wie dir. Will ich nicht. Geh weg. Auch Zombies können schön sein. Hör auf, Zombies zu diskutieren. Ja, wenn sie sich gerade verwandelt haben, sehen sie vielleicht noch gut aus. Aber nicht mehr nach 2 Stunden. Dann nicht mehr. Hier spricht ihr Zombie-Experte, Herr Dunkelgrün. Also spätestens, wenn die Versätze, wenn, ihr wisst schon, wenn sich das auflöst, dann ist nicht mehr schön, ne? Wenn sich das Zellgewebe des Menschen dann auflöst, dann sind die nicht mehr ganz so schön. So weit war ich noch nicht in Bio. Wir sind gerade bei... Wir haben gerade kein Bio. Ja, wir haben gerade kein Bio. Ja, kann man gerade kein Bio haben? Darf ich fragen? Ja, bei uns geht das. Geht das bei euch nicht? Ja, entweder wir haben Bio oder ich habe es abgewählt, also... Ja, bei uns... So weit bin ich noch nicht mit abwählen. Wir können ja hier Halbjahr-Unterricht, wie heißt das nochmal hier? Ja, kenne ich auch so eine Schule. Gibt's ja bei uns auch. Vollbeschule, ich weiß. Realschule hier, nicht auf die Realschule. Das kannst du mir glauben. Nee, bei uns macht's sogar ein anscheinend Gymnasium. Ein anscheinend Gymnasium? Ja. Ich tue mal so, als wäre ich ein Gymnasium-Schule. In welches Bundesland wohnst du? Sachsen-Anhalt. Achso, weiß nicht, wo das ist. Ich finde die Erdkunde so schlecht. Wirklich? Nein, aber ich weiß echt nicht, wo Sachsen-Anhalt ist. Ich kenne mich in Deutschland überhaupt nicht aus. Wie alt bist du? 5?
Nein, 15, aber... Also, muss dann, also ich, nein, ich weiß. Es wäre ja nicht mal schlimm, wenn man, also es wäre nicht ganz so schlimm, wenn man nicht die Hauptstädte aller Bundesländer kennt. Aber wenigstens wissen, wo sie liegen. Ja, ich weiß ungefähr, wo das liegt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich damit richtig liege, aber ich glaube, ich weiß, wo es ist. Beschreiben kann ich es aber nicht. Es ist auf jeden Fall, ich glaube, es ist im Osten. Ich weiß es aber nicht. Richtig geraten. Ja, 100 Punkte. Nein. Oh. Hallo, mein. Wir haben letztens irgendwie, genau, in der Erdkundearbeit sollten wir so Städte einstellen. Geografie, was? Genau, genau. Wir sagen Erdkunde bei uns. Ja. Sollten wir Städte einzeichnen auf einer Karte. Und da hat mein Kumpel einfach Weser und Elbe vertauscht und dann einfach Hamburg und Bremen falsch angezeichnet. Das war lustig. Besonders, weil wir direkt an der Elbe wohnen. So. Ja, bei uns ist es ungefähr so 14 Kilometer weit weg. Ja. Ja, nicht mehr. Ich wohne ganz im Norden, so, weißt du. Schleswig-Holstein oder was? Nee, nicht so weit. Ich wohne noch nicht im echten Norden, ich wohne nur im Norden. Ach so. Niedersachsen. Weißt du, genau da. Ah. Ja, genau da, Niedersachsen ist ja auch so klein, ne? Genau da, weißt du? Das ist der kleine Punkt auf der Landkarte. So mehr Richtung, so, keine Ahnung, Bielefeld oder mehr so Hannover oder mehr so Westfriesland? Hamburg. Hamburg, ach so. Das stimmt, Elbe. Oh, ich kann auch nicht zuhören, ne? Ja. Ist aber auch keine Kunst, nicht zuhören zu können. Bei dir? Ja, ich weiß nicht mehr, was ich wollte. Ich bin zurückgelaufen und hab's vergessen. Ich glaube, ich wollte was zu essen holen. Äpfel. 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 Ich auch Äpfel. Oh. Zombiefleisch. Äpfel. Ich glaube, es ist voll gesund, Zombiefleisch zu essen. Immer. Sehr gesund. Morgens, mittags und abends. Die tägliche Portion Zombiefleisch. Jetzt habe ich Hunger. Vitaminen. Toll, hast du gut hinbekommen. Bitteschön. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Das ist irgendwie voll merkwürdig. Jedes Mal, in jeder verkackten Welt in Minecraft, baue ich entweder ein Dorf oder ein riesiges Haus. Ich weiß nicht, warum es ist. Was so. Kann man sonst machen? Ja, man kann mehrere Häuser bauen, die zu einem Dorf gehören. Na gut, stimmt, ja. Ich tendiere mehr dazu, so ein Dorf in einem Haus zu machen. Wie man an dem einen, davon muss ich mal eine Show machen, bei Zeiten. Eine riesige Burg gebaut, die war, also keine Burg so im Sinne von mit einer Stadt drin oder so, sondern eine Burg, in der man wohnen kann. Okay. Die sah voll geil aus. Ah, es gibt sehr viele witzige Geschichten von Servern, wo ich mit meinen Kumpels drauf gespielt habe, aber die möchte ich jetzt nicht alle erzählen, weißt du? Ich habe auch mal so eine Arche Noah gebaut. Ich habe mein Haus gebaut und darunter einen Keller. Und dieser Keller war einfach so groß, dass er selbst bei meinem Kumpel unterm Haus war. Und als er einen Keller bauen wollte, ist er auf meinen Keller gestoßen. Das war lustig. Also ich fand das sehr amüsant. Ja. Ich habe jetzt bei dem einen neueren Server. Das sind Pflanzen, warum habe ich es drängen? Bei dem einen neueren Server, den ich jetzt schon seit einer Weile laufen lasse. Also nicht laufen lasse, sondern den ich manchmal mit Kumpel zu spiele. Wovon einer auch übrigens hier dann ab und zu zuguckt. Den ich meinte, der bis um 4 aufbleibt. Ne? Hallo Kumpel von Thomas, der immer bis um 4 aufbleibt. Du hast meinen Namen, du hast den Namen gemerkt. Glückwunsch. Ja, ich bin heftig, ne? Da habe ich erstmal so eine riesen Villa, eine völlig übertriebene Villa auf so einem Bergen draufgesetzt. Geil. Wo sie sich, sobald alle Leute, die dort dann neu auf den Server kamen, haben sich alle Nase lang dort verirrt und haben dann mindestens 5 Versuche gebraucht, ehe sie dann mal irgendwo einen Keller gefunden haben oder sich das eingeprägt haben. Und dann habe ich begonnen, den ganzen Berg von oben nach unten auszuhöhlen. Also Etage für Etage und immer Wohnungen rein.
Geil. Aber bis zum Rand immer Wohnung. Und in jeder Etage habe ich auch an allen Seiten Ausgänge gemacht. Ja. Wenn das möglich ist. Also so Geheimausgänge, weißt du, die man von außen nicht sieht. Scheiße. Und die Wohnungen wurden teilweise immer größer, immer heftiger und im letzten Stockwerk, was ich jetzt mache, da habe ich bis da auch nur eine Wohnung fertig, habe ich komplette Villen reingehauen. Das ist geil. Also habe ich wirklich einen riesen Raum ausgehoben, dann nochmal eine richtig fette Villa reingehauen. Wo Türen einfach viel zu klein werden, habe ich so ein Portal gemacht, weißt du? Also nicht so ein Netherportal, sondern so fast wie so ein Kreis. Kacke. Ja, das ist richtig heftig.